Ja, herzlich willkommen und moin moin. Heute mit einem etwas anderen Spiel. Denn es soll ja demnächst weitergehen mit Anno 1800. Und ja, um den Umbruch nicht ganz so hart zu gestalten, habe ich mir gedacht, bringen wir mal was anderes. Und dafür gibt es heute The Abelians. Aufbaustrategie plus Zombies. Er geht eigentlich nicht, ne? Und ja, wir wollen nicht weiterspielen. Wir starten heute mal ein neues Spiel. Das Spiel ist tatsächlich echt witzig. Ich weiß nicht, ob es immer noch im Early Access ist. Aber es ist auf jeden Fall mittlerweile eine ganze Menge passiert, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Ja, mit einem Barackner. Und... ja, ich wollte euch das heute mal ein bisschen zeigen. Ne? Das ist das erste Level auch immer noch. Ne? 120 Tage, Schwierigkeit ist Mittel, niedrige Bevölkerung ist auch Mittel. Und dann kicken wir mal rein. Das Spiel ist eigentlich relativ easy. Also relativ, vom Spielprinzip her. Ja, wir gehen hier mal rein. Und dann sieht das Ganze... so aus. Ja, also erstmal, ich finde den Grafikstil halt echt cool. Der gefällt mir, diese Anwandlung von Cell-Shading, dann diese Steampunk-Optik, das finde ich schon ziemlich cool. So, was wir hier jetzt machen müssen, ist zum einen unsere Infrastruktur aufbauen, sprich, wir brauchen am Anfang ein bisschen Holz, ein bisschen Nahrung, können damit dann Bevölkerung kreieren und daraus machen wir diese netten Leute hier. Ne, den geben wir jetzt mal Befehle, bisschen erkunden, gucken, was um uns rum ist. Und die ganze Map, die ihr unten seht, die ist halt voll mit Zombies. Und alle paar Tage kommen halt so eine Zombie-Horde. Und ja, Ziel des Spiels ist es, bis zum letzten Tag durchzuhalten. Und die letzte Horde ist halt echt brachial groß. Und da muss man wirklich erstmal gucken, wie gehen wir das an. So, wir bauen jetzt erstmal. Wir fangen an. Nee, mit dem Zelt nicht. Wir wollen auch keine Fischerhütte. Industrie und Handel, wo waren das? Ressourcen. Ach, können wir noch gar nicht. Fehlt uns Gold. Okay. Dann sehen wir hier, wir haben ein Income von 193 Gold. Müssen wir noch ein paar Klicks warten und dann kriegen wir das. Und das ist halt ganz cool, ne? Der Gewehrschütze, mit dem ich hier gerade rumrenne, der rote, der macht halt bedeutend mehr Krach als... die Bogenschützen, die ich hier habe. Und ja, entsprechend entwickelt das wesentlich mehr Aufmerksamkeit. So, jetzt haben wir schon einmal Gold bekommen. Gucken wir weiter. Erstmal gucken, wo wir hier nachher unsere Grenzen abstellen können. Was ist das? Das kenne ich tatsächlich noch nicht. Vollstrecker, ein Geschützturm. Das ist eigentlich ziemlich cool. Den müssten wir einnehmen. Jetzt ziehen wir hier nämlich die Mauer rum. Och, ist schon unser. Brauche jetzt nur erstmal Energie, aber gut. So, wir pausieren wieder ein bisschen. Hier haben wir schon was gefunden. Das ist am Anfang richtig gut. Und dann gucken wir mal. Sägemühle. Damit wir erstmal Gold rein, ein bisschen Holz reinkriegen. 9, 8. Ist eigentlich alles gar nicht mal so geil. 7, 7. Ist noch viel beschissener. Gut, nehmen wir die 9, die wir hier hinten haben. Zack, das generiert jetzt regelmäßig Holz. Jetzt haben wir noch einen Arbeiter, sprich, wir brauchen erstmal ein paar Zelte. So, die Häuser dürfen halt auch nicht zu nah beieinander liegen. Das Spiel guckt immer ein bisschen, dass auch genügend Platz ist, damit die Einheiten da noch durch können. So, hier zum Beispiel ist auch eine sehr schöne Engstelle. Allerdings gar nicht mal so gut zum Verteidigen, weil... können die relativ breit auffächern, gibt dann einen richtig langen Rattenschwanz und man hat recht wenig Truppen, um das zu verteidigen. So, wir fangen jetzt erstmal an. Ein bisschen was sehen wir jetzt schon. Schicken die hier ein bisschen auf Patrouille. Zack, du machst das von hier nach. Ne, stell ich mal da hin. Patrouille von hier nach da. Das sieht ganz gut aus. Die
Ich schicke mir erstmal dahin. Die dahin und die hierhin. Fächern die ein bisschen auf. Dann können die hier nämlich fleißig patrouillieren. Am Anfang ist noch nicht viel mit Verteidigung. Da muss man wirklich gucken. So, was machen wir jetzt? Jetzt müssen wir unser Einzugsgebiet hier ein bisschen erweitern. Sprich, wir brauchen diese Tesla-Spulen. Ne? Seht ihr? Dadurch kriegen wir ein bisschen mehr Bauumfang. Das machen wir auch erstmal. Wir gehen, wenn wir nach hier unten gehen, hier werden wir eine Mauer ziehen. Eventuell sogar jetzt hier. Mal gucken, wie weit geht das? Oh, das ist aber massiv eng hier. Kommt man hier durch? Ja, schade. Oh, da ist noch die Städte, die sind richtig übel. Die können einem richtig auf den Sender gehen. Die spammen nämlich wie Sau Zombies. Und da geht's richtig auf den Deckel. Meine Fresse. Habe ich den jetzt gebaut? Nein, habe ich nicht gebaut. Gut, also machen wir hier eine Verteidigungslinie. Ich würde hier ungern das Gras nehmen. Da können wir nämlich nachher Farm draufsetzen. Aber wie ziehen wir die hier hin? Ziehen wir hier am besten so lang. War das vielleicht diagonal? Ich muss mal schauen. So, das heißt hier eine hin. Hier wird Acha auch verteidigt. Und hier ist tatsächlich noch ein bisschen scheiße. Aber wir decken erstmal das hier ab. Hier haben wir Truppen stehen. Ja, wir ziehen auch den nochmal hier hinten einen ab. Einfach weil die Fläche hier so riesig ist. So, dann machst du das hier. Die rennen da jetzt fleißig hin und her. So, brauchen wir noch ein bisschen Nahrung. Nahrung kriegen wir zum einen hier durch Fischerhütten und hier durch Jäger erstmal, zumindest am Anfang. Ja, wir fangen mal hier mit einer kleinen Jagdhütte an, 15 Nahrung. Na, dann können wir gleich wieder ein paar Arbeiter ranholen. Ne, ihr seht auch hier, rot markiert, 4 Nahrung bräuchten wir jetzt. So, die erste Tesla-Spule steht. Das heißt, wir könnten theoretisch, damit ich mir weniger Sorgen machen muss, hier schon mal so ein bisschen dicht machen. Wie war drehen? Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Ja, tap, tap. Hier ziehen wir ein Tor rein. Und jetzt machen wir hier erstmal dicht. Und haben wir schon mal eine Sorge weniger. Und dann müssen wir relativ schnell hier auch hin. Zum einen müssen wir Ressourcen erschließen. Ne, hier ist nachher noch Eisen. Ne, das ist Stein, dann gibt es noch Eisen. Ne, dann den Quarry brauchen wir relativ bald. Eigentlich bräuchten wir auch noch eine zweite Sägemühle. Aber ich will hier erstmal alles ein bisschen safe kriegen. So. Das sieht da erstmal ganz gut aus. Mehr Wohnhäuser, damit wir gleich unsere Sägemühlen und sowas auch bauen können. Ne, wir sehen hier, wir haben 10 Nahrung, aber nur 5 Arbeiter. Das ist ein bisschen wenig. Energie spielt am Anfang noch nicht so die Rolle. Ja. Gold haben wir bis zum Abwinken. Building complete. Das ist jetzt mal gut. So, jetzt mit dem machen wir. Den Bürgermeister. So, und die gewähren uns ein paar Boni. Ja, der hier wird uns verärgert wegen der Waffenverordnung. Erica Keys wird dir selbst nach dem Tod deine Waffen nicht wegnehmen. Jagdhütte, Nahrungsversorgung plus 3. Das ist ganz schön mächtig. Hier würden wir nur einen Soldaten kriegen. Ja gut, können wir drauf scheißen. Aber dauerhaft mehr Nahrung ist schon cool. Dann nehmen wir die. Und sitzen hier oben einmal. Machen wir hier dicht. Und dann können wir eigentlich auch gleich in die Ecke hier ein bisschen gehen. Zap, zarab. Haben das hier dann auch. Und dann ist Holz auch schon erstmal wieder alle. Ja, also wie gesagt, am Anfang ist Nahrung, Ressourcen echt Mangelware. Dann kommst du, ach scheiße, ja, nicht ganz so clever. Deckst du das ab? Ich hoffe einfach mal, dass wir hier gleich die nächste Holzfällerhütte hinsetzen können. So, wieder eine fertig. Das ist die hier, sehr schön. Können wir hier nämlich auch gleich anfangen, Mauern bauen.
Ja, da kriegen wir erstmal eine Holzfälle hin. Das hat Vorrang. Sägemühle. 10 klingt schon besser. 10, wenn ich sie unten einsetze. Wir müssen ein bisschen Platz sparen, also kommt sie da hin. Und weiter ausbauen. Wir expandieren recht zügig. So, da ziehen wir eine Mauer lang. Und da auch. Und dann bauen wir uns hier gleich mal schön ein bisschen ein. Brauchen noch ein bisschen Holz. Sägemühle ist gleich fertig. Und wir können eigentlich auch gleich mal noch eine Jagdhütte bauen. Hier nochmal 18. 19. 20. 20 klingt gut. Ja, wir nehmen die 20. So, die Sache ist, dass diese Dinger sich halt auch nicht überlappen dürfen von ihrem Einzugsbereich her. Ne, wenn sie das tun, kann ich da keinen weiteren setzen, deswegen muss man in ein bisschen gucken. Wir könnten hier jetzt auch nochmal schauen. Lohnt sich das hier? Hier lohnt sich das kaum. Ne, da habe ich am Anfang einfach nicht genug Ressourcen für. Und dann geht es auch schon weiter. Kleines Tor hier hinsetzen. Hm, ja, das gefällt mir. Ja, am Anfang machen wir noch einfache Mauern, später machen wir doppelte. So, und dann... Oh. Ach, kein Holz mehr da, gut. So, der braucht 10 Energie. Die ist eine Menge. Und kostet eine Menge Gold. Das heißt, wir müssen jetzt wahrscheinlich bald schon Energie reinschleppen. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt schon läuft. Das Gebäude wurde wegen fehlender Infektion deaktiviert. Das muss repariert werden. Ach so. Our forces are in danger. Wo denn? Oh, das war's schon fast. Das ist schon... Ja, das geht hier extrem schnell. Das Spiel ist gelaufen. Das können wir uns schon schenken. Das wird nichts mehr. Das ist vorbei. Also das geht hier wirklich ratzfatz. Einmal nicht aufgepasst, sind die Viecher drin und dann ist, wie ihr seht, auch schon Sense. Ja, die marschieren jetzt durch, reißen ein Haus nach dem anderen ein. Und diese Anfangsranger, die machen halt irre wenig Schaden. Deswegen wollte ich eigentlich so schnell wie möglich Mauern haben. Ja, das ist vorbei. Das können wir uns schenken. Krass. Ja, wenn man nebenbei aufnimmt... Merkt man tatsächlich, man ist etwas abgelenkt. Die marschieren jetzt hier durch. Eisekalt. Ne, da macht auch der eine Ranger nichts mehr aus und auch der eine MG-Schütze hier macht da keinen Unterschied. Der braucht 3 Schuss pro Zombie. Ratz, ratz, ratz. Ja. Schicht im Schacht. Zack, Spiel verloren. Deine Kolonie hat ganze 5 Tage überlebt. Wahnsinn. Ja, würde ich sagen. Wie lange haben wir jetzt? Auf eine Stunde können wir noch ein bisschen. Eine Runde geht noch. Ne? Wieder ein Überlebensspiel, wieder Ragnar. Und los geht's. Kacke, ich muss mehr aufpassen. Verfickte Scheiße. Das war echt früh im Spiel. Also wirklich sau früh im Spiel. Ich glaube, so früh bin ich noch nie gestorben. Was sagt uns das? Passt besser auf. So, probieren wir das nochmal. Das fängt schon mal scheiße an. Wir haben nicht vernünftig Holz in der bei uns hier in der Gegend. Ja, mal gucken. Wir können keine Sägemühle bauen. Super Piss. Das ist richtig scheiße. Also gut. Gucken wir mal. Brauchen wir schon mal kein Holz für. Das ist erstmal gut. Dann pumpen wir erstmal ein bisschen Gold. Und gucken wieder ein bisschen. Da wäre hin. Da gucken, ob was abgeht. Ja, scheiße, der Platz war eigentlich ganz cool. Ist hier zu? Was ist das? Das sind echt viele neue Sachen, seit ich das letzte Mal gezockt habe. Das ist eigentlich ganz cool. Ah, Rohstoffe. Rohstoffe finde ich gut. Nahrung. Das ist ja geil. Das gab es früher nicht.
So, jetzt haben wir noch 20 Holz. Das heißt, wir brauchen erstmal so ein Teil hier. Kostet schon 10 Holz. Und wir gucken, wo wir am meisten kriegen. Wahrscheinlich da in der Ecke. Und dann machen wir diesmal ein bisschen frühzeitiger dicht. Ja, 2 bleiben hier. Damit wir überhaupt was entgegenzusetzen haben. Und dann guckst du mal hier hin. Was da abgeht, da ist schön viel Grün. Naja, doch nicht. Hält sich in Grenzen. Aber es lässt sich relativ gut verteidigen. So ein Dead End ist am Anfang eigentlich auch ziemlich cool. So. Jetzt mal ordentlich Ressourcen. Gut. Das sieht ja erstmal gar nicht ganz kacke aus. Ja. Nee. Ich ziehe hier eine Mauer lang, ist gut. Ihr beide patrouilliert hier erstmal fleißig. Dann gucken wir erstmal, dass wir ein bisschen Holz hier rankriegen. Quarry bauen ist auch cool, aber Holz ist am Anfang wichtiger. Ne. Machen wir gleich 10, das ist gut. Und eine zweite können wir noch nicht. Da brauchen wir erst nochmal eine Tesla-Spule. Und bahnen uns hier dann langsam mal den Weg. Ja, machen wir so. Und hier... Ja, wir wollen eher das Stein da oben haben. Den Stein. So, und den kriegen wir mal. Ihr beide könnt hier patrouillieren. Zack. Am Anfang reicht mir das. Du kannst hier stehen bleiben. Deckst dann erstmal alles ab. Das ist gut. Und dann sehen wir zu, dass wir so schleunig wie möglich mehr Holz rankriegen. Kein Bock, dass sie uns hier wieder reinrennen. Und dann machen wir nämlich einfach früher mit Mauern dicht. Das war echt eine Scheißrunde. Meine Fresse, war das schlecht. Kreapickel, so schlecht war das. 13, das klingt da schon viel besser. 13 nehmen wir mit Freunden. Und jetzt fehlen uns schon wieder Arbeiter. Also, diesmal anscheinend Fischerhütten. Kosten auch das gleiche, also von daher ist das nicht das Problem. 13. Wir pausieren wieder ein bisschen. Ja, 16 ist gut. Und weil wir ja nicht geizig sind, gleich noch eine Jagdhütte. Gucken wir mal. 14, 15, 15. Zu weit raus können wir nicht. Ja, man muss immer ein bisschen gucken. Sobald man zu weit raus baut, ist das natürlich alles gefährdet. So, und dann, wenn wir gleich ein bisschen Gold haben, gleich wieder Zelte nachpumpen. Also es muss wirklich alles relativ schnell gehen hier. Sonst ist hier Ratzfatz-Sense. So, den können wir noch nicht, weil uns ja die Arbeiter fehlen. Da steht schon mal das Sägewerk wieder, das ist gut. Und jetzt warten. Ressourcen. So, unsere Zelte sind fertig. So, das ist für den Arsch. Goldreserve ist am Anfang nicht das Riesenproblem. Wir nehmen lieber Scharfschützen. Ne? Eine der Einheiten, die man nachher bauen kann. Taucht dann hier unten so eine kleine Kiste auf. Und der Scharfschütze. Den stellen wir erstmal ganz stumpf hier hin. Der hat schöne Reichweite, ballert aber ein bisschen langsam. Am Anfang bringen die noch nicht so viel. In Massen sind die aber der Shit. Also da rocken die nachher alles weg. So, und dann kicken wir mal, dass wir hier... Ich will nicht zu nah daran. Denn wir ziehen nachher einfach hier stumpf eine Mauer runter. Und jetzt haben wir schon mal ein bisschen Holz übrig. Das heißt, wir können hier anfangen. Das sieht gut aus. Ja, komm. Ist gleich Doppelwand, ist ja auch schön. Dann einmal ein Tor dahin. Zack. Und Wand weiterziehen. Das war's schon wieder mit dem Holz. So, die beiden patrouillieren jetzt dahinter. Da reicht dann eigentlich auch einer. Und wir können die anderen Flanken verstärken. Zumindest wenn wir hier die Wand noch fertig bauen.
Zack, zack. Das sieht schon mal gut aus. Nachher kommt da noch ein Turm ran. Oh, das ist ja geil. Kann sich hier so ein Grid einblenden lassen, wenn man zufällig mal auf eine Maustaste kommt. Na gut. So, versteckst du erstmal den, solange wir hier unten noch keine Mauer haben, die wir jetzt aber auch ziehen. Lass ein bisschen Platz, da kommen nachher noch Geschütztürme ran. Ja, die kommen auch noch, ziemlich geil. So, ist hier nehme ich auch erstmal Ruhe. Du kannst mit zu denen. Und dann patrouillierst du hier. Dann sollte da auch nicht mehr viel passieren. Und wir können hier ein bisschen scouten. Hier liegt nämlich recht viel an Ressourcen rum. Und da haben wir auch die ersten Zombies. Die Ficker. So, drei Bogenschützen, die räumen da schon ein bisschen besser auf. Ne, wir haben hier auch so eine ganze Ecke, die dann gleich voll ist. Und wir machen weiter. Ausbauen, ausbauen, ausbauen. Expandieren, expandieren, expandieren. Ist eigentlich das A und O des Spiels. So, hier mehr. Und hier ziehen wir wahrscheinlich erstmal wieder eine Wand. Es nervt jetzt. Das nervt ziemlich. Auf diesem Metallscheiß kann ich nämlich nicht bauen. Aber gut, für die erste Verteidigungslinie reicht das. So, Vorteil Bogenschützen, die sind halt schön leise. Die locken nicht gleich so viele Zombies an. Wäre ich hier mit diesem MG-Schützen, würden die alle gleich... Gib ihm hart. So, hier ist gerade ein bisschen leer. Wir gucken mal, können wir hier schon... Brauchen wir Stein für, das heißt, wir brauchen erstmal den Quarry. Da brauchen wir noch Arbeiter und Holz. Holz ist nicht das Problem, Arbeiter schon eher. Das ist Kacke, das nervt mich jetzt schon. So, das erhöht dann erstmal gleich unser Gold-Income. Wir müssen hier echt ein Auge drauf haben. Das ist ein bisschen abgefuckt. So, dann hier Mauer ziehen. Machen wir auch ein bisschen anders, dadurch, dass hier die Teile haben halt ein bisschen mehr Lebenspunkte, deswegen bauen wir hier erstmal einen Turm hin. Und auf so einer Engstelle ist das vielleicht die bessere Idee. Dann gehen hier zwei patrouillieren, das ist mir hier zu heiß. Das ist mir hier zu heiß. Und der eine von links, der andere von rechts. Und dann sollten die sich immer schön in der Mitte kreuzen. Zack. Dann sind die Flanken nicht so lange leer. Und noch ein Türmchen. Ach, geht nicht. Das ist ja auch schön. So, da haben wir schon den ersten Ficker. Hau ab, Diggi. So, warum kann ich hier jetzt keine Holzwand hinbauen? Doch. Sehr schön. Das gleiche mal. Hier auch noch ein Türmchen, damit es schick aussieht. So, dann ist da erstmal zu. Gut. Sehr gut. Ich will dich lieber hier unten haben. Ne, das ist mir alles noch zu heiß. So, er gibt auch schon wieder Gas. Aufbußen-Minium. Und jetzt können wir uns hier ein bisschen Stein holen. Das ist ficke wenig. Das ist nicht viel besser. Ich würde gerne hier oben ran. 5 kriegen, aber gut, machen wir später. Zack, bauen wir erstmal dahin. In Ermangelung an Alternativen. Und dann können wir gleich anfangen, ein bisschen Militär rauszupumpen. Ja? Gut, 20 Steine, bis wir die zusammen haben, das dauert eine Weile. Aber okay, derweil gucken wir, dass wir hier ein bisschen dicht kriegen. Da sieht nach Engstelle aus, da machen wir gleich dicht und. Hier sehe ich auch schon einen Bär. Du bleibst schön hier. Oh. Die sind auch einfach verfickt klein. Die sieht man aber nicht sofort. Was ist das? Radarstation. Das ist auch nett. Kriegen wir die noch irgendwie in unser Gebiet rein? Ich glaube nicht. Nein, da müssen wir zu viel dicht machen. Das macht erstmal noch keinen Sinn. Das heißt, wir ziehen jetzt mal hier Mauer. Geht mal gucken. Wir bauen derweil hier eine Mauer. Die können wir dann nachher auch wieder abreißen. Das ist überhaupt kein Problem. So, da sind sie nämlich schon wieder, die Penner.
Hier ist super, können wir nachher schön Dings hinknolzen. The Farm. Auch hier wieder lieber. Ja, das nervt dezent. Warum darf ich da nicht? Das ist doch affig. Das ist doch richtig affig. Oh, das war eine scheiß Krähe. Ja, es kann übrigens auch passieren, dass die Krähen Zombies aufscheuchen. Auch ziemlich cool. Also die Mechaniken im Spiel sind schon ziemlich cool. So, wird das hier auch erstmal dicht. Darf ich jetzt hier bauen? Warum darf ich das nicht? Das ist doch scheiße. An beiden Stellen auch nicht. Das ist doch absoluter Mist. So, gleich haben wir genug Stein. Das heißt, es gibt eine Kaserne. Was ist, Spiel, was ist dein Problem? Ja, fick dich doch. So. Die beiden gehen hier rauf und dann brauchen wir dringend Truppen. Das Ding hier ist ziemlich breit, hier ist auch ziemlich offen und hier, naja. So, ihr kriegt gleich wieder ein bisschen was zu ballern. Und dann gibt es die Kaserne. Ich brauche dringend mehr Ranger. Viel mehr Ranger. Jetzt fehlt mir aber Energie. Jetzt brauchen wir hier so ein Turbinending. Das liefert das recht konsequent. Und dann werden gleich Arbeiter mein Problem werden. Das heißt Nahrung. Kriegen wir noch eine Jagdhütte hin? Nee. Können wir nochmal 14 rausholen? 15. Ja, der lebt gern gefährlich. Ist die Mauer hier dicht? Ich bin mir da nicht ganz sicher. Aber gut. Hoffen wir einfach mal. Ja, ihr seht. Wird immer mehr. So, weiter patrouillieren. Und jetzt brauchen wir... Jetzt fehlen echt wieder Arbeiter. Ich werd verrückt, ey. Kriegt man eine Macke. Und zwar recht schnell in diesem Spiel. So, das heißt, wir brauchen hier weiter... Zelte. Und zwar ein paar mehr gleich. Wir brauchen ordentlich Arbeiter. Wir haben uns gerade ein bisschen Nahrung geschaffen. Und dann will ich jetzt endlich meine scheiß Kaserne haben. Kann man ja angehen. Werden wir hier auch hinpacken. Ne? Fruchtbares Land ist relativ wertvoll. Obwohl ich hier eigentlich nachher meine Stadt weiter ausbauen wollen würde. Hm. Da kommt eine Mine ran. Das ist scheiße. Na gut, kommt sie hier. Das geht auch. Ne, hier um die Pebels, die da vorne rumrennen, das ist total egal. Dem passiert nichts. Aber sobald ein Haus angefallen wird, die machen es halt platt und zack, kommt die Bevölkerung als Zombie zurück. So, wir sorgen uns weiter um Lebensmittel. Falsche Hütte, Fischerhütte brauchen wir. 14, 15. Hier nehmen wir tatsächlich lieber die 14, weil wir dann relativ nah dran mehr Nahrung holen können. Und weiter geht das Spiel hin. Ich bin gespannt, was die Radarstation macht. Hier kommt schon wieder Bad Company. Mal schauen, wie sich der Scharfschütze schlägt. Und putz! Ne, bei so einzelnen sind die auch noch relativ effektiv. Sobald eine Horde kommt, sind die maßlos überfordert. Aber nicht zu knapp, ey. So, wir haben jetzt gerade ein bisschen Holzüberschuss. Das ist eigentlich gar nicht mal gut. Ne? Am besten ist immer alles verballern, was da ist. Das heißt, wir setzen ein paar Türme. Und hier. Wo wir nachher unsere Truppen draufschicken, da haben wir schon welche. Da kann auch noch einer hin. Da kommt noch ein zweites Tor. Das heißt, hier kommt einer hin. Building completed. Unsere Fischerhütten sind fertig. Das ist gut. Wir haben ordentlich Nahrung. Das heißt, wir können jetzt gleich erstmal Truppen pumpen. Ne? Brauchen ein bisschen Holz, brauchen ein bisschen Gold und brauchen Arbeiter. So, da oben ist schon wieder Action. War Action. Ah, mehr Arbeiter, mehr Arbeiter, mehr Arbeiter. Ja, das ist halt ein bisschen abgefuckt manchmal. Zack, zack. Man braucht hier echt Platz für die Bevölkerung. Ey, das ist so krass.
So, hier zwischen bauen wir nachher noch einen Markt. Der bringt ein bisschen mehr Gold. Oder eine Bank war es, glaube ich. So, und jetzt können wir... Wir haben 14 Arbeiter, das ist okay. Wir haben Holz und wir haben Gold. Pump raus den Scheiß. Wir brauchen ordentlich welche. Also das wird jetzt nach und nach tatsächlich relativ schnell, relativ viel, was hier auf uns zukommt. Und wie ihr seht, die Bogenschützen, die gewinnen nicht wirklich einen Blumentopf. Da kommt auch der nächste. So, du kannst ja jetzt eigentlich reingehen. Wir haben ein bisschen mehr Reichweite und sind natürlich geschützt. So, hier gibt es noch einen Rallye-Punkt. Die schickt ihr mir hier hin, damit ich die auch sehe. Und der fängt mal da an, den Turm zu besetzen. Und gleich mehr Blickweite und Feuer. So, ich glaube, dich habe ich dann langfristig am liebsten hier oben. Beziehungsweise mittelfristig. So, gleich mit rein da. Und als nächstes kommt hier diese überstreckte Front so ein bisschen dicht. Ein bisschen auf die Zeit achten, okay. So, und dann läuft es eigentlich gerade relativ gut. Wir haben ein bisschen wenig Energie, da machen wir jetzt gleich was gegen. Nee, nee, nee. Nur da. Das ist eh alles nur temporär. So. Du hilfst dem da, dann kannst du nämlich da rein. Und dann wird da doch langsam Schuh draus. Ne, am Anfang habe ich tatsächlich auch lieber die Ranger. Zum einen sind die zum Aufklären gleich ganz cool. Und die machen halt nicht so viel Krach. Und außerdem habe ich eh noch kein Eisen. Das ist auch ganz schön scheiße. Aber wir haben genug Rohstoffe, wir können hier eigentlich gleich mal was gegen tun. Da gibt es Eisen. Und... Macht alles keinen Sinn. Wir pumpen erstmal die Jungs hier. Das bringt uns wahrscheinlich am meisten. So. Du hilfst da oben. Du gehst damit rein und dann sind wir eigentlich schon relativ safe. Bauen wir jetzt noch ein paar mehr Truppen und dann ja, gucken, dass auf jedem Turm zwei sitzen. Und dann geht's ans Expandieren. Ja, die Ecke hier ist scheiße, da ist alles frei. Das ist ganz schön Mist. Hier hätte ich gerne die Ressourcen. Und hier ist auch so offen. Das ist eigentlich alles Kacke. Ne? Ich glaube, wir werden uns erstmal nach hier orientieren. Gucken, was da abgeht. Da kommt dann auch ein zweiter darauf. Da fehlt noch einer. Da eine. Drei. Drei Stück hätte ich ganz gerne noch. Beziehungsweise 5, damit wir auch ein bisschen was zum Scouten haben. So, machen wir zuerst dicht. Na komm. Aber da sitzen schon zwei, die machen es relativ flott. Tendiere ich tatsächlich auch zu, ne? Also ich habe lieber 2 da drauf sitzen als 3. Weil die eh 4 Schüsse brauchen. Und dann sind die 2 genauso schnell wie die 3 am Ende. Ja, also wenn die Horde nicht zu groß wird. So, da haben wir fertig. Hier noch einer. Der macht das am Eingang. Hallo, safe. Und dann sind die drei hier zum Scouten. So, ich habe ficke viel Holz. Das ist ganz schön kacke. Wir bauen weiter. Und erweitern die Verteidigung. Und zweites Tor davor. Und Mauern. Hier. Können wir nicht weiter? Die brechen wir wieder ab. Das ist Blödsinn. Da kommt nämlich noch ein Tor hin, sonst kommen wir hier nicht raus. So, zumindest das Holz erstmal weg. Mit dem Stein können wir eh noch nicht viel anfangen, oder? Da hier ist Forschungsgebäude. Schreinerei, das wäre es nämlich. Die müssten wir auch recht bald bauen, damit wir ins nächste Tech-Level kommen. Weniger wegen den Einheiten, sondern mehr wegen den Gebäuden. Denn die Farmen sind echt mächtig. Die bringen einfach Unmengen an Ressourcen rein. Das hier macht mir ein bisschen Sorge. Aber gut, wenn wir eh dahin expandieren, ist das nicht weiter wild. Gib mal 4. Ja,
habe schon schlimmere Basen gesehen. Zwei, recht breite Front. Vielleicht setzen wir da noch einen dritten rauf, langfristig. Aber erstmal müssen wir expandieren, dass wir hier ein bisschen aus unserer Startecke wegkommen. Ich weiß nicht, ob die Reichweite hier wirklich reicht. Da kommt vielleicht langfristig nochmal ein Türmchen hin. So, drei, können wir eigentlich schon mal losmarschieren. Räumen hier hinten erstmal ein bisschen auf. Na, und wenn nachher die erste Horde kommt, müssen wir eh Truppen von links nach rechts ziehen. Oha, hier ist eine Menge. Ne, wir können uns aber glücklicherweise ja direkt hinter die Mauer zurückziehen. Das sollte eigentlich alles kein Problem sein. Kommt her. Oha, meine Fresse. Wir haben mir was Schönes ausgesucht hier. Das war die Idee des Tages, würde ich sagen. Mehr davon. Dann brauchen wir auch schon wieder Arbeiter. Ich brauche einfach die nächstbessere Hausklasse. Ja, das darfst du ruhig mitmachen, Keule. Räumt mal ordentlich auf da. Alter, ich habe so viel Gold. Was ist denn hier los? Und so viel Holz. Da machen wir gleich ordentlich dicht hier. So. Können wir gleich ordentlich pumpen. Was ist hier los? Da fehlt noch eine Wand. Und hier machen wir dann auch gleich doppelwandig. So, das war's erstmal mit dem Holz. Ja. Guter Rat teuer. Will meine Truppen eigentlich jetzt nicht. Oha, ihr seht, die gibt auch schnellere. Die werden dann recht schnell recht gefährlich. Oh, mit her hier. Das ist ja. Alter, was, wie viel sind denn hier? Ja, mal eben clearen. Super Idee. Hier, Fokus den. Naja, gut. Wir gehen mal hier ein bisschen näher an die Wand. Dann machen wir das mal so. Ich habe die Befürchtung, dass da wieder so eine Zombie-Stadt ist. Und dann haben wir ein Problem. Kommen wir da nämlich auch nicht weiter. Wir müssen zusehen, dass wir das hier alles ein bisschen dicht kriegen. So, wir müssten jetzt eigentlich hier... Holz fehlt uns jetzt ein bisschen. Das brauchen wir gleich als nächstes mal. Ne, dass wir hier das Tech-Level erhöhen können. Und ihr seht, Alter, sind halt auch echt viele. Aber mit 5 Jungs ist jetzt eigentlich relativ safe. Zumindest am Anfang. Oh, das ist auch neu. Das kenne ich noch nicht. Das ist ein schönes Update. So, Forschungszentrum. Und jetzt wird es platztechnisch auch schon ein bisschen eng. Aber... ja, ist ein bisschen nah an der Verteidigung, aber halb so viel. So. Ist einer bis zur Mauer gekommen, okay. Nicht das Problem. Wenn wir die Jungs hier ein bisschen im Blick behalten. Und ja, wir sparen jetzt die Ressourcen gleich für die Forschung einmal. Dass wir hier zumindest mal die Farm kriegen. Ich will hier eine haben. Und hier ist ein bisschen Eisen. Das ist schön. Dann können wir bald auf die hier nämlich umsatteln. Und vor allem können wir jetzt gleich Steinmauern erforschen. Die natürlich von der Sache her wesentlich stabiler sind. Ich weiß auch gar nicht, ob es noch Härtere gibt, ob man noch Eisenmauern bauen kann. Aber wir werden sehen. So, Tag 14. Jetzt müsste eigentlich bald mal die erste Horde kommen. Das kann nicht mehr lange auf sich warten lassen. Er hat keine Arbeit. Oh. Wie geht's dir? Oh, ein Stückchen ein. So. Meine Fresse. Nimmt kein Ende hier. Müssen wir die Ecke hier bald mal leergeräumt haben. Und fertig! Sehr schön. Wir fangen mit den Häusern, glaube ich, an.
Und dann machen wir gleich die Farm hinterher. Können wir erstmal die Häuser upgraden. Kriegen da ein bisschen mehr Bewohner hin und dann vor allem die Nahrung. Wobei die noch gar nicht so unser Riesenproblem ist. Wir haben ja noch ein bisschen Platz, ein bisschen Wald. Da geht noch was. Kommen hier noch eine Fischer, David? Und da kommt die erste Horde. So, kommt aus Richtung Osten. Ja, das ist, ich nenne es mal suboptimal. Von hier, da haben wir nur einen Turm stehen. Aber das ändern wir gleich mal fix. Und dann werden wir nämlich unsere Jungs von hier hinten damit hinziehen. Aber noch sind die nicht da. So lange können die da weiter aufräumen. Die sind ja relativ flott. Das ist am Anfang echt cool. Also Geschwindigkeit ist hier echt noch ein Faktor. Ne, wirkt das sehen, wenn der Timer hier runter ist, taucht hier rechts irgendwo so ein Hordensymbol auf. Und die haben ihren Job hier echt gut gemacht. Meine Fresse. So, da ist er. So, die brauchen eine Weile. Aber wir werden ja auch eine Weile brauchen. Mach den lackig. So. Die umlaufen wir einfach mal fix. Und dann kommen ran hier. Aber flott. Einmal besetzen. Die erste Welle ist eigentlich noch gar nicht so das Riesenproblem. So, und jetzt können wir nämlich hier. Level up. Feini fein. Das kostet ein bisschen, aber das ist uns gerade egal. So, wer kann, geht auf den Turm. So, das erste Grüppchen, wie gesagt, das ist noch nicht weiter wild. Ne? Ja, eine Mauer immerhin. Die zweite werden sie nicht mehr schaffen. So, die Sache ist, ich kann auch immer erst reparieren, wenn die meisten Zombies weg sind. So, und schon ist Ruhe. Mauer wieder hin. Zwei davon wieder raus. Jeweils. Und dann marschieren wir weiter. Paar nehmen wir jetzt noch mit. Wir kriegen jetzt wieder Arbeiter ordentlich rein. Es fehlt aber Nahrung. Aber da tun wir ja gleich was gegen. Jo, da ist unsere Farm. Und die bringt richtig fett. So. 58, 60, ich hatte doch gerade 62 hier. Da war's. Zack. Fangen wir damit mal an. Und ihr macht hier wieder Ordnung. Der fünfte kommt auch dazu. Wird noch vorne ein mehr. Scheiße. Na egal. So, ich habe hier aber noch keine schöne Engstelle gefunden, wo ich sagen würde, oh ja, da ziehen wir jetzt eine Mauer hoch. Oh, wie geil ist das denn? So, die Truppen bauen wir jetzt einfach mal vor. Weil die werden wir nachher eh brauchen. Ne, hier könnte gleich nochmal ein Fels kommen. Das heißt, wir könnten eventuell da eine Mauer ziehen. Was wir auf jeden Fall schon mal machen ist, wir bauen hier ein bisschen unsere Stromversorgung schon mal aus. Da sind Bonusressourcen. Ja gut, die bringen uns jetzt gar nichts. So, und ich sage hier, wenn da ordentlich ein paar von da sind, dann sind die echt geil. Zack, zack, zack. Ich will hier irgendwo eine Ecke haben, wo ich Ruhe habe. Das ist doch Mist, ey. Ja, komm, das macht ihr. So. Level up. Sehr schön. Ja, ist gleich wieder einer aufgestiegen. Die werden gleich eine ganze Ecke besser dann. So, wir expandieren. Weiter in die Richtung. Ich hoffe, wie gesagt, hier ist irgendwie ein Berg, dass ich hier erstmal eine Mauer ziehen kann und da dicht machen kann. Das wird mir erstmal schon reichen.
Wir gehen in die Richtung. Ja, teilen sie sich ein bisschen auf, das ist nicht weiter wild. Das von hier aus machen. Alter, hier ist ja irre geil. Krasser Shit. Das habe ich noch nie gehabt. Der ist gleich da. Ihr beiden passt hier oben ein bisschen auf. Dass sie uns das nicht gleich wieder auseinandernehmen. Und weiter da rein. Alter Vater, ey, das ist doch scheiße. Mach die nackig. Lass. Wir können verlieren. So, wir haben Farmen wieder. Das heißt. Da müssen wir gleich mal gucken. Dann machen wir mal über Pause. Graden die hier fleißig ab. So, was ist hier los? Oh shit. Das wollen wir nicht. Meine Fresse. Was ist denn hier los? Viele Runner, ey. So. Das Holz nehmen wir eigentlich mit. Ach, das ist Gold. Ja, das war dann dumm. Dumm, 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 dumm. Das nimmt hier kein Ende. Aber hier könnte man vielleicht eine Mauer ziehen. Ich glaube, das werden wir auch einfach tun. Dann haben wir zumindest das Eisen bei uns. Und dann ziehen wir uns hier auch erstmal wieder zurück. Das sind echt ficke viele. Alter Vater. Oh, das ist ein fettes Vieh. Scheiße. Ne, so eine Witch ist das. Die ist nochmal eine. Ne, das wird nichts. Das werden jetzt nochmal mehr. Hier gucken, das ist einmal auseinander. Ist aber nicht so schlimm. Das reparieren wir recht schnell wieder. Und drin. Zwei rauf. Ja, wird ärgerlich, aber kein Weltuntergang. Ja, wir werden wohl doch die Schützen brauchen. Jetzt machen wir gleich wieder raus. Und gleich weiter. Da ist die. Die hat man eigentlich erst später im Spiel. Krass. Das gefällt mir nicht, in welche Richtung sich das hier gerade entwickelt. Überhaupt nicht. So, haben wir hier noch welche? Ne. Fresse voll. Jetzt nehmen wir die härteren Jungs. Nebenbei das Forschen vergessen, das ist nicht so gut. Dass wir fürs nächste Level ab. Die Balliste hätte ich ganz gerne. Das ist hier echt eine Scheißecke. So, das ist die Tesla-Spule. Die hier. Die wollen wir eigentlich so schnell wie möglich wieder haben. Ich habe keinen Bock, hier so eine riesen Mauer zu ziehen. Kriegen die im Leben verteidigt. Das ist absoluter Mist. So, und dass die Tussi hier waren, nährt meine Vermutung, dass hier so eine Zombie-Stadt ist. So, die lassen wir jetzt erstmal gleich hier vorne antanzen. Abmarsch. So. Die nächste Tesla-Spule. Und dann halten wir erstmal Stellung. Das ist echt ein Alter. Lauft. Lauft, 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 lauft. Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Das ist richtig Mist. Das ist absolut Kacke. Aber ich will eine Wand haben, verdammt. Jetzt haben wir das im Kopf gesetzt, das mache ich das auch. Aus Prinzip. So. Jetzt können wir die Ballisten bauen. Schaden und die Lautstärke etwas erhöht. Zu wenig Ressourcen. So, mal heile. Gut, warten wir noch, bis ein paar Jungs da sind. Und dann kriegen wir das schon hin. 200 Einwohner kriegen wir auch wieder. Ey, Koldo, wir brauchen Energie. Wo setzen wir den denn hin? Ne, da kommen die nicht mehr rein.
gucken wir erstmal hier. Und dann marschieren wir gleich wieder ein bisschen weiter vor. Das läuft hier alles nicht so, wie ich das gern hätte. So, verteidigt das Ding mit eurem Leben. Ja, ein bisschen weniger Reichweite, die Jungs. Dann fahren wir doch schon mal an hier. Ach, scheiße, das sind Zombies. Den kann man nämlich auch nicht bauen. Gut, das steht. Und... Mauer. Ein Tor hin. Aber auch wieder Zombies. Das ist hier gleich wieder Action. Und da werden wir auch gleich Doppelmauern ziehen. Das macht hier sonst alles keinen Sinn. Da kommt noch ein Tor hin. Kein Holz mehr, okay. So, nichtsdestotrotz, was ist das denn hier? Ach komm. So. Dann sieht das doch erstmal ganz gut aus. Da wird auch ein Schuh draus. Da noch eine. Da noch eine. Und dann haben wir hier zumindest jetzt mal ein bisschen Platz. Noch zwei Türmchen hin. Eins. Fehlt wieder Holz. Scheiße. Was haben wir hier? Zwei. Sehr schön. Komm, ein Turm noch und dann machen wir hier oben dicht. So, die marschieren dann gleich darauf. Kommen hier noch welche? Nein. Zwei brauchen wir aber noch. Und wieder Einwohner brauchen wir. Gib ihm hart. Holz fehlt. Wir haben echt ein Holzproblem. Das werden wir aber gleich mal lösen. So, ihr cleart weiter in die Richtung. Das ist hier gerade sehr gefährlich, was wir tun. Das hat hohes Potenzial, richtig schön schief zu gehen. Kommt und wir sind hier auch gleich am Kartenrand. Wir haben immer noch keine natürliche Grenze. Das ist scheiße. Das ist mehr als scheiße. So. Da kommt wahrscheinlich auch nichts mehr. Da ist schon wieder so eine scheiß Witch, ey. Verdammte Kacke. Ja, wir ziehen hier jetzt eine Wand rum. Das bringt nichts. Da brauchen wir nicht weiter gucken. Das heißt, wir claimen einfach das gesamte Land hier. Hier werden wir noch eine Wand hinziehen. Dann haben wir auf jeden Fall erstmal ein bisschen Platz. Wo denn? Oh, was ist denn hier los? Da ist ja richtig Bambule. Geht mal damit drauf. Die brauchen ein bisschen Unterstützung. Meine Fresse. Da kommt jetzt aber einmarschiert. Not bad. Ja, ich weiß. Wir werden angegriffen. Dann wenigstens so viel kriegen, wie wir kriegen. Jetzt hier auch noch. Meine Fresse, wir müssen hier ein bisschen... Oh, das ist nicht gut. Jetzt passiert es gerade hier an allen Fronten. Das ist ganz schön Mist. Du hier hin. Und du auch. Dann macht ihr da erstmal Ruhe. Und dann mehr Soldaten. Das läuft hier gerade echt miserabel. Da müssen wir aufräumen. Das bringt halt gar nichts. Und da müssen wir fleißig Mauern bauen. Ah, das ist eigentlich alles Mist.
Nein! Na gut, aber wir haben erstmal eine Wand. Das ist erstmal nicht verkehrt. Wird immer nackig, genau. Dann brauchen wir weiter Holz. Wir haben mal so. Building completed sagt mir, dass wir. Genau. Hier nochmal eine Tesla-Spule bauen können. Und dann haben wir die Wand bis hier oben dicht. Dann haben wir nur noch hier. Was auch noch nicht optimal ist, aber schon mal besser ist. Da dicht, das wäre geil. Dann können wir nämlich die Wand nach hier verlegen. Wir haben wieder ein bisschen Holz. Und weiter geht die Nummer. Ihr geht damit hin. Wir werden hier ordentlich Männer brauchen. Alter Vater. So, anders geht's erstmal nicht. Ihr könnt euch hier hinter zurückziehen. Und dann patrouilliert ihr erstmal fleißig. Zack, immer schön hin und her. Hier haben wir noch gar keine drauf. Wir machen auch die beiden. Das mit den Witches macht mir ein bisschen Sorge. Ja. Ne, das wird ja eins öfter passieren, dass die hier auftauchen. Wände alle reparieren. Und ein bisschen für Sichtweite sorgen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und jetzt müssten wir ja eigentlich schon. Genau, die Ballisten haben. Die sind ganz schön geil. Wir brauchen wieder Holz und bald geht uns auch die Nahrung aus. Jetzt könnten wir erstmal gucken, dass wir hier noch einen Förster hinsetzen. Was braucht er? Vier Arbeiter, natürlich. Die haben wir gleich. Na komm, level up. Ah, sehr schön. Goldeinkommen plus 40. Das hat was für sich. Lebensregenerierung plus 50%. Ja, 40 Gold ist am Ende nicht die Welt. Wir nehmen Leben. Finde ich geil. So, jetzt seht ihr, wie viele Truppen wir brauchen. Minimum 2 pro Turm. 2, 4, 6, 8. Die haben wir nicht mal hier stehen. Und hier haben wir auch noch nicht mal angefangen, dich zu machen. Das wird hier alles noch interessant. So, dann fehlen uns weiterhin Arbeiter. Meine Fresse, fehlen uns Arbeiter. Und Sägemühle. 9 ist 13, ist richtig gut. Wir nehmen die 13. Und wenn wir schon dabei sind, bestimmt auch schön Jäger. 13, 14, 14. Können wir hier auch gleich machen. So. Grob abgesichert das Ganze, das sieht doch gut aus. Da können wir dann wieder eine Farm hinsetzen. Wo wir 30 Holz für und wir brauchen bald mal ein Lager. Weil mich nervt, dass wir so viele Ressourcen eigentlich verschwenden. Für mich kriegen wir viel. Ja, komm, kannst behalten. Was brauchen wir für dieses blöde Lager? Habe ich das schon erforscht? Marktplatz, Steinmetz. Fehle, Wachturm. Naja, gut. Gasthaus kenne ich noch nicht. Vielleicht interessant. Und hier wäre dann die nächste Tech-Stufe. Kostet uns Gold. Aber Gold ist uns erstmal egal. Da sind offensichtlich noch irgendwo Zombies. Das heißt, wir machen da erstmal den Weg frei. Ah, da rennt er rum. Oh, wow. Das war todesmutig, würde ich fast sagen. Zack. Mauer. Dann ist hier auch erstmal Ruhe. Dahinter. Wir können wieder Einheiten pumpen. Jetzt auch wirklich nur noch die hier. Wenn jetzt recht bald das Eisen ausgehen, da können wir nochmal was gegen tun. Arbeiter.
Es fehlt immer an Arbeitern. Das ist Kacke. Wieder von Osten. Ich habe auch keine Steinmauern erforscht. Das könnte jetzt echt kritisch werden. Das wird kritisch. Moment. Die bleiben hier. Und pop die raus. Ja, wenn ihr wissen wollt, ob ich die Horde hier noch schaffe oder nicht, dann werdet ihr die nächste Folge noch einschalten müssen. Ja, die werde ich dann noch machen. Ich wollte eigentlich nur eine Folge, ja, euch mal reinschnuppern lassen. Aber jetzt ist gerade einfach so ein cooler Cliffhanger, den nehme ich mit. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Ragnar Bertholzer.